Hallo, schön, dass Sie vorbeischauen. Nachdem wir beim letzten Mal den Kappa-Mechanismus bei Cepheiden genau untersucht haben, schauen wir uns heute an, wieso man Cepheiden zur Entfernungsbestimmung nutzen kann. Wir schauen heute auf die Errungenschaften von Henrietta Swan Leavitt. Sie war in den 1910er Jahren am Harvard College Observatory angestellt und hat dort Fotoplatten durchschaut. Sie war wie viele Frauen dort angestellt, weil Frauen erstens billiger waren, da sind wir zum Teil über 100 Jahre später immer noch nicht weiter, und sie war einfach sehr gut. Was sie sich vor allem angeschaut hat, waren variable Sterne, wie zum Beispiel Cepheiden, in den Magellanschen Wolken. Die große und kleine Magellansche Wolke sind Zwerggalaxien, unregelmäßige Galaxien, die Begleiter unserer Milchstraße sind, gravitativ an die Milchstraße gebunden. Sie gehören also im weitesten Sinne zum Milchstraßensystem, sind aber nicht wirklich Teil der Milchstraße, was man damals allerdings noch nicht wusste. Und als sie sich insbesondere Cepheiden in der kleinen Magellanschen Wolke angeschaut hat, da ist ihr etwas aufgefallen. Es ist ihr aufgefallen, dass die Periode, mit der sich die Helligkeit verändert, und die Helligkeit dieser Cepheiden in einem Verhältnis stehen. Und da sie annehmen konnte, dass alle diese Cepheiden, weil sie ja alle in dieser Magellanschen Wolke sind, ungefähr gleich weit von uns entfernt sind, konnte sie korrekterweise annehmen, dass diese Helligkeit nichts damit zu tun hat, dass die Sterne unterschiedlich weit von uns entfernt sind, sondern tatsächlich eine intrinsische Eigenschaft dieser Sterne ist. Hier sehen wir mal ein Bild aus der Originalveröffentlichung, die sie mit ihrem Chef Pickering gemacht hat. Und auf der X-Achse ist hier die Periode in Tagen aufgetragen, auf der Y-Achse die Helligkeit. Und man kann sehen, je länger die Periode, desto heller. Diese Veröffentlichung stammt aus dem Jahre 1912. Was sie noch gemacht hat, sie hat statt der Periode auf der X-Achse den 10er-Logarithmus der Periode in Tagen aufgetragen. Wir tragen in ein Koordinatensystem ein den 10er-Logarithmus der Schwingungsperiode P in Tagen, deshalb schreiben wir P durch D, also P in Tagen, und auf der Y-Achse die Helligkeit M des Sterns. Die Einheit der Helligkeit ist Magnitude, abgekürzt Mag. Im Wesentlichen also das, was Henrietta Leavitt auch gemacht hat. Dies seien ein paar Messwerte aus der Auswertung der Fotoplatten oder heutzutage der digital aufgenommenen Daten des optischen Sensors. Dadurch können wir nun eine Mittelgerade, auch Trendlinie oder Ausgleichsgerade genannt, legen. Wir haben es also mit einer linearen Funktion zu tun. Und deren Funktionsgleichung ist allgemein y gleich a mal x plus b. A die Steigung, b der y oder Ordinatenabschnitt. Machen wir uns noch einmal klar, die Rolle von x übernimmt hier Logarithmus von p durch d. Die Rolle von y entsprechend m, die Helligkeit. Also schreiben wir m gleich a mal Logarithmus p durch d plus b. B der Helligkeitswert, wo die gerade die m-Achse schneidet. Nun ist die Helligkeitsskala in der Astronomie so aufgebaut, dass kleinere bzw. stärker negative Werte eine größere Helligkeit bedeuten. Deshalb macht es Sinn, in unserer Funktionsgleichung negative Werte zu benutzen. M gleich minus a mal Logarithmus p durch d minus b. Und das war es eigentlich schon. Jetzt muss man nur noch die Steigung a und den Ordinatenabschnitt b aus den Messwerten bzw. der Ausgleichsgrade ablesen. Im sichtbaren Licht gilt für die Art von Cepheiden, die Henrietta Leavitt beobachtet hat, die Formel mit ungefähr diesen Werten. Dies ist deshalb so praktisch, weil wir jetzt wissen, wie hell so ein Cepheid tatsächlich ist. Und natürlich wissen wir auch, wie hell der Cepheid bei uns ankommt.
absolute Helligkeit, scheinbare Helligkeit. Und daraus lässt sich bestimmen, wie weit der Cepheid von uns entfernt ist. Wie man das rechnet, das machen wir gleich. Zuerst noch ein paar kleine Punkte. Das erste ist, so schön das aussieht, nicht alle Cepheiden halten sich brav daran. Wir haben schon in der Originalveröffentlichung gesehen, die Streuung um diese Mittelgrade ist relativ groß. Das muss man wissen. Das zweite, die Metallizität. Was ist das? Die Metallizität ist der Anteil von Metallen in einem Stern. Aber zum Entsetzen der Chemiker sind Metalle für Astronomen alles das, was schwerer ist als Helium. Sauerstoff, das Metall. Kohlenstoff, das Metall. Und die Metallizität hat einen großen Einfluss auf den Kappa-Effekt. Als Walter Bade, ein deutscher Amerikaner, in den 50er Jahren diese Geschichte entdeckte, hatte das zur Folge, dass man die Entfernungen, die man für einige Cepheiden, die eine abweichende Metallizität zu den bis dahin bekannten und einigermaßen gut untersuchten Cepheiden hat, völlig ändern musste. Um den Faktor 2. Das ist eine Menge. Also, grob gesagt, es gibt zwei Arten von Cepheiden, Typ 1, Typ 2, hohe Metallizität, geringe. Und da muss man unterschiedliche Formeln anwenden. Die dritte Sache, die ich erzählen möchte, das ist auch von der Frequenz des Lichtes abhängig. Das heißt, für die unterschiedlichen Frequenzen des Lichtes, in denen wir den Cepheid beobachten, müssen wir ein bisschen andere Werte verwenden. Und auch die Qualität der Linearität, also wie nah die Messpunkte an einer Gerade liegen, die ist je nach beobachteten Spektralbereich unterschiedlich. Es hat sich gezeigt, dass im Infrarotbereich dieser Zusammenhang am besten ist. Woher wusste Henrietta Leavitt denn, wie hell die Sterne wirklich sind? Ja, das wusste sie nicht. Du hast gelogen. Ich würde nicht sagen, dass ich gelogen habe. Sie wusste es nicht. Wie gesagt, sie konnte nur sicher davon ausgehen, dass die Sterne ungefähr im gleichen Abstand sind. Deshalb ist das, was sie beobachtet hat, durchaus übertragbar gewesen auf die absoluten Helligkeiten. Was man noch machen musste, um wirklich A und B zu bestimmen, ist diese Skala zu eichen. Das heißt, man musste mindestens einen, wenn möglich mehrere Cepheiden mit anderen Methoden in der Entfernung bestimmen. Zum Beispiel mit der trigonometrischen Parallaxe, mit der Sternhaufenparallaxe und so weiter. Und wenn man das hat, dann kann man diese Werte wirklich bestimmen. Und das hat man gemacht. Und welche Formel man dafür verwendet und was eigentlich eine absolute Helligkeit ist und eine scheinbare, das kommt jetzt. Noch nicht ganz. Ich habe mich entschieden, das in ein zweites Video zu packen, weil das nicht nur für die Cepheiden wichtig ist, sondern eigentlich für alles, was man so als Standardkerzen der Entfernungsbestimmung bezeichnen kann. Aber ich veröffentliche dieses Video gleichzeitig mit diesem. Sie können sofort weiterklicken. Hier müsste, glaube ich, jetzt so ein Informationsfenster aufgehen, da können Sie dann gleich draufklicken. Für alle anderen will ich noch mal ganz kurz andere veränderliche Sterne erwähnen, die auch interessant sind für die Entfernungsbestimmung. Das erste sind die RR Lyrae Sterne, nach einem Stern im Sternbild Lyra benannt. Diese Sterne sind sozusagen kleine Cepheiden und bei denen ist die Helligkeit nicht so sehr von der Periode abhängig. In der Periode und in der Helligkeit sind sie alle ungefähr gleich, wenn sie die gleiche Metallizität haben. Das heißt, für diese Sterne gibt es eine Helligkeits-Metallizität-Beziehung. Und das ist sehr praktisch, wenn man die Metallizität kennt, dann kennt man sofort die absolute Helligkeit. Leider sind sie nicht ganz so groß und so leuchtkräftig wie die klassischen Cepheiden und deshalb gerade in entfernten Galaxien nicht so gut zu beobachten. Das zweite sind die sogenannten Delta Scuti-Sterne. Der berühmteste Vertreter ist wohl die Vega.
Das sind auch Zwerg-Cepheiden mit Perioden von einigen Stunden. Und bei denen gibt es eine ähnliche Beziehung wie bei den klassischen Cepheiden, natürlich mit anderen Zahlen. Auch die sind nicht ganz so leuchtkräftig, reichen deshalb nicht so weit. Sie haben außerdem kleine Amplituden. Die Helligkeitsschwankungen sind nicht so groß. Dennoch sind auch sie wichtig. Je mehr verschiedenartige Sterne man hat, die man als Standardkerzen benutzen kann, desto besser für die Entfernungsbestimmung vieler Objekte. Und jetzt sind wir am Ende der jetzigen Folge. Und Sie können gleich weiterschauen und schauen, wie man aus Groß M, der absoluten Helligkeit und der scheinbaren Helligkeit, die bei uns ankommt, dann die Entfernung wirklich berechnet.